Einen wunderschönen Montagabend wünsche ich. Was? Stopp. Aufhören zu spulen! Achso, einen wunderschönen Montagabend wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 Vanilla Projekt auf der Felswund zusammen mit dem Mike, dem Carsten, dem Flo, dem Lukas, dem Micha, dem Sören, dem Toledo und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Hallo. Yippie, und das ist hell. Bei der Folge sehen wir wenigstens wieder was. Dieses ist die letzte Folge Vanilla. Im 19er. Schon wieder ein Abschied. Ich kann das langsam nicht mehr, diese ganzen Abschiede, ey, ehrlich. Ja. Erst hinter Kaifig, Bergisch, jetzt Vanilla. Ich hab da keinen Bock mehr drauf, Alter. Kennst du nicht noch hier Trude her, wenn man Abschied nimmt? Hm? Das ist einfach so traurig. Hat mal jemand ein Taschentuch für den armen kleinen Marc? Oh, der hol ich doch gleich, Junge. Nope. Micha, wie viel hast du jetzt eigentlich drin? 98%. Du hast doch alles, oder? Frag nicht. Ich hab so viel. Hast auch mal einen schönen Forz? Oh Gott. Theoretisch. Und praktisch? Der geht auch ohne Soundboard. Aber wie du schon sagtest, Finale mehr oder weniger. Ja. Gab es eigentlich für dich, Marc, ein Projekt, was du am liebsten hattest im 19er? Ich weiß es. Das wissen, glaube ich, alle hier aus dem Team. Hinter Kaifig. Richtig. Nee, also das war wirklich tatsächlich. Das war ja hinter Kaifig war ja mein allererstes Projekt, was ich im 19er gemacht habe. Beziehungsweise was im 19er auch auf YouTube gleichzeitig kam. Und nee, auf jeden Fall, das war wirklich mein liebstes Projekt, was ich hatte. 400 Folgen sagt ja alles, ne? Definitiv. 400 Folgen ist schon eine stolze Leistung, ey. Also ein Vögelchen hat mir gezwitschert, als Marc bei das Marc Pipi in den Augen hatte bei der letzten Folge. Yep. Ja. Ich musste mich da also wirklich zusammenreißen, wirklich. Ja, aber 400 Folgen ist auch eine Hausnummer. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein richtiges Herzensprojekt. Ja. Ja. Wenn du dir jetzt mal anguckst, gibt ja auch andere YouTuber. Der liebe Fat Action von der NF Marsch. Ich glaube, der geht auf die 2000 Folgen zu. Ne? In seinem Projekt. Ja. Das ist, glaube ich, ähnlich heftig, wenn er jetzt sagt: So, okay, und was machen wir jetzt? Den LS19 in die Ecke stellen und ich baue einfach eine komplett neue Map im 22er. Ich glaube, ich kann mir den überhaupt nicht vorstellen, dass der was anderes spielt als NF Marsch. Nein. Also tut er schon, aber nicht im Stream oder so. Kannst du dir vorstellen, mal so eine Folge, weiß nicht, LS22 Vanilla mit Fat Action? Nein. Nee. Dafür sind wir, A, habe ich ja absolut null Kontakt mit ihm und B, ist es ja zu unterschiedlich die Person. Ich meine, ich gucke ihm ja auch im Stream zu, wenn er streamt oder auch mal irgendwie Folgen gucken von ihm. Das würde von einer Harmonie einfach absolut nicht passen. Weil das ich da würde, das wäre jetzt so, das als Vergleich Team ABB mit Team Chaos. Nee, jetzt mal gar nicht, dass er zu uns kommt, aber das sind so, ich kann mir Marc nicht vorstellen, wenn er was, also ja, mittlerweile schon, aber kaum vorstellen, dass er was anderes macht als hinter Kaifig. Es ist genauso wenig, wie man sich Fat Action vorstellen kann, dass er was anderes macht als NF Marsch. Ich meine, aktuell läuft ja noch die Dürrenrot, die Team-Challenge, ne? Die ist ja mittlerweile auch schon bei Folge, ich glaube 160 war es jetzt. Also, andere Karten funktionieren auch. Auf jeden Fall. Kommt da ein guter Moment? Was? Was? Online. Das heißt rüsseln, nicht überladen. Genau. Wir hoffen ja inständig, dass Team Modding Welt hinne macht und die hinter Kaifig in 22er wieder bringt.
dann werden wir auf jeden Fall da wieder drauf gehen. Aber vielleicht ist sie im 22er nicht mehr so, wie sie mal war und sie ist vielleicht scheiße. Ja, das werden wir dann ja sehen. Ne? Ich meine, ich habe ja selber auf der Hinterkaifeck Hoferweiterung und all sowas gebaut gehabt. Da rollt ein Ballen im Übrigen. Ja, kommt jetzt irgendwie vor, da rollt Ballen. Er hat keinen Bock mehr. Und auch mit Unterstützung vom Team Chaos. Jo, Ballen, du bist frei. Geh deinen Weg. Vielleicht auch mit Unterstützung vom Team Chaos. Jo. Wir kommen euch bestimmt mal hinter Kaifeck besuchen. Wer weiß. Und eskalieren. Ich meine, dieses Karten. Lohnunternehmen Chaos meldet sich zu Dienst. Ne? dieses kartenübergreifende Spiel hatten wir ja nur schon mal. Ne? Man erinnert sich an ne, wo wir auf der Hinterkaifeck waren und wir sind rübergefahren auf euer RP-Projekt. Ja. Also das funktioniert ja auch. So dieses kartenübergreifende Spielen, das kann man auch gerne mal wiederholen. Das hat eigentlich echt Spaß gemacht. Wir kommen Schneeschieben im Sommer. Wenn bei uns nicht fertig ist, kommen wir zu euch im Sommer und Schneeschieben. Ja, genau. Und von daher, warum nicht? Ja, klar. Alles möglich. Ich meine, davon mal, ihr seid auch so das einzige Team, wo der Kontakt, sag ich mal, regelmäßig ist und wo das Zusammenspielen auch mal funktioniert. Ich meine, jetzt im Gegensatz zu anderen Teams, wo ich angefragt habe, die wollen alle nicht, die haben da keinen Bock drauf auf sowas. Also von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass das eigentlich auch zwischen Team ABB und Team Chaos funktioniert. Ne? Ja. Ja, ich meine, wir können ja auch mal eine Challenge machen, ja, im Team Chaos. Also wir gewinnen Haus hoch, aber wir treten halt nicht immer so lange nach. Aber das war klar. Immer schön den Finger reindrücken. Aber ich muss sagen, ihr steht da einfach drüber. Ja? Also ihr wisst das, ihr arbeitet jedes Mal dran, eure nächste Niederlage ordentlich einzustecken und dann. Das sehen wir auch über eine Niederlage, wer weiß. Können wir auch gerne mal eine Challenge machen, ja? Also, gut ab. Finde ich cool mit euch, ja? Immer entspannt. Auf jeden Fall. Ja. Oh, ich bin aber. Du bist aber nicht voll, Mark, oder? Voll. Nee, das seid ihr nicht, ob ich jetzt voll bin. Ich weiß. Mahlzeit. Bin dann mal weg. Tschüss. Jo, ciao. Also von daher, schauen wir mal auf die Dinge, die da passieren im 22er. Gönnt euch. Ja, du dann ab nächstes Jahr, Sören. Wie, du hast noch nicht, Sören? Nein, Sören Nein. hat leider noch nicht. Okay. Da finden wir jetzt hier in dieser letzten Folge noch einen Sponsor. Wie ist es jetzt eigentlich ausgegangen mit der Verlosung der angeblichen? Ne, die angebliche Verlosung war ja da, also es war nichts angeblich, aber die Ziele wurden nicht erreicht. Na gut, das hatte ich ja nicht mitbekommen. Naja, nee, das war leider, hat's nicht funktioniert. Egal, aber somit hat Jürgen trotzdem ganz viele neue Abonnenten dazu gekriegt. Die jetzt alle abspringen, weil sie keinen 22er kriegen. Ja, richtig, genau. Oder bleiben, weil da jetzt der 22er gespielt wird. Irgendwie so, genau. Der Sören sucht also noch einen Spender für einen 22er, oder wie? Nein. Jawohl, ja. Ja, tut er. Ja, nein, schalte ja, ich mal. Tut er. Warum sagt der eine ja, der andere nein? Ich habe Challenge House Projekt. Was? Ich habe Challenge House Projekt. Er sucht trotzdem einen Spender dafür, auch wenn er das Haus am Ausbauen ist. Ach. Scheiße, aufs Haus spielen ist wichtiger. Richtig. Ich hab das große Mango, ich hab's nicht so gut gehabt wie Uwe, weil ich sofort Tapeten tauschen, einziehen. Also, Sören, da muss ich jetzt, glaube ich, echt mal eine Lanze brechen für viele hier. Ja? Wir reden immer von Gleichberechtigung. Ich finde, du solltest hier weiterhin mit uns den Haushalt des Hofs bestreiten und deine Frau renoviert. Sag's nicht so laut, sonst gibt's genau andersrum. Die Frau spielt es, während er es machen darf mit dem Haus. Richtig. Seine Frau spielt ja auch LS19 oder 22 auch. Von daher.
Also Sören, du wirst würdig vertreten und ich glaube, deine Frau leiht dir ab und zu mal in LS22 aus, wenn du auch mal spielen möchtest. Wenn sie gerade mal Spätschicht macht, ja. Dann ist doch eigentlich die Frage nach dem Sponsor geklärt. Und wir haben ein würdiges Teammitglied, um dich zu vertreten. Seine Frau. Ja. Ob er verliert oder seine Frau, ist jetzt auch egal, oder? Oh Mann. Gleichberechtigung ist, wenn wir beide in den Sack stecken. Wir lachen aber beide drüber. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Was? Beide in den Sack stecken oder beide lachen? Dass wir was zu lachen haben, wird nicht passieren. Ja, warte mal, bei der nächsten Challenge bin ich dabei. Micha, ich komme dir gleich hinterher. Obwohl, ich hab noch ein bisschen. Dann hast du nichts mehr zu lachen. Nächste Challenge Kettensäge only, sagst du, ja? Aber sowas von. Aber wirklich Kettensäge only. Kein Buffalo, kein gar nichts, nur eine Kettensäge. Ihr könnt damit ja sowieso nicht umgehen mit dem Buffalo, das kann ja nur ich. Dann nehmen wir Lenny mit an Bord und dann ändert sich das. Lenny hat dann 4 Joysticks, um den Buffalo zu steuern. Ich wünsche euch etwas bis morgen. Ciao, Lukas. Tschüss. Genau, Lenny macht dann mit 4 Joysticks 3 Buffalos zeitgleich und dann wirst du schon sehen, Marc, wo der Hase läuft. Ja. Du glaubst auch, Lenny, ich bin der einzige Hund im Team, ne? Nee, aber Lenny steht total auf Joystick-Spielerei. Der spielt auch auf dem anderen Monitor nebenbei Satisfactory und Was meinst du, was ich gerade die ganze Zeit mache? Vorgefällen. Ja, ja. Den Marc einen Baum nach dem anderen direkt von Metrische werfen. Oh, das hab ich nicht gesehen. Entschuldigung. Oh, ach ja. Oh, weiter. Marc? Ja. Was hältst du davon? Die große LS22 von Spieber Challenge. Und wir müssen alle einen Damm bauen aus Holz. Und die Bäume aber auch abnagen oder was? Nee, eine Kettensäge gibt's schon. Aber ich glaube, es wäre bestimmt interessant, was da so für Konstrukte rauskommen. Ja, das wäre mal lustig bestimmt, ja. Gibt doch so ein Brückenbausimulator-Spiel, oder? Gibt doch für den LS19 eine eigene Modsparte. Kannst du Blaulichtgedöns blödschen. Naja, sag ich jetzt nicht, nachspielen. Ja, das ist klar, dass das gibt, aber es gibt doch so einen Brückenbaukonstruktor. Von wegen, du musst Brücken bauen, die auch wirklich was halten, also statisch ausdenken. Das wäre ja auch mal was. Also das Spiel an sich und nicht im LS, meinst du? Ja, ja. Ja, kann man ja auch machen. Ja, wie gesagt, wir gucken einfach mal, was da so kommt, was wir so veranstalten werden. Muss ja nicht sofort sein, aber vielleicht, weiß ich nicht, Mitte nächsten Jahres, Ende nächsten Jahres. Ja, wir gucken mal. Muss auch Weihnachtsbaum fällen. Genau, irgendwie sowas. Wird da schon veranstaltet. Eigentlich? Wir müssen uns sowieso erstmal reinfinden, also von daher. Eben, deswegen, das wird ja erstmal ein bisschen dauern. Jo. Aber jetzt nochmal hier zurück, Thema LS19, Vanilla-Projekt. Euer Fazit jetzt so. Hat Spaß gemacht. Das war ganz lustig, wieder mal so was zu machen. Auf jeden Fall, Mods, ja. Einfach nur mit Vanilla-Fahrzeugen. Relativ Vanilla, ja. Ich fühle mich zurück an meine PS4-Zeit. Also ich glaube, ich muss abschließend mal sagen, auch wenn wir immer unglaublich viele Mods dabei haben und eigentlich alles austauschen, was man irgendwie austauschen kann. Man hat jetzt eigentlich mal gemerkt, was der LS im Standard schon zu bieten hat. Und ich bin der Meinung, es müssen nicht immer alles Mods sein, weil es sind auch mal schöne Drescher hier dabei und mal schöne Fahrzeuge, schöne Anhänger, mit denen man durchaus spielen und arbeiten kann. Das kennen wir aus anderen Teilen, dass das mal anders war. Und ich bin mir sicher, der 22er wird da in selben Maße zu beisteuern, dass man da auch ruhig mal die eine oder andere Vanillamaschine mitnehmen kann.
und mit der spielen kann, weil die eigentlich alle nicht schlecht sind und hübsch gemacht sind und weil das einfach auch schon qualitativ so hochwertig geworden ist, dass man gar nicht mehr auf so die High-End-Mods setzen muss, um schöne Spielerlebnis zu haben. Und das fand ich immer in der Projekt eigentlich sehr eindeutig, oder? Stimmt übrigens. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut, jetzt halt bis auf die Sache mit den Missionen, das Problem, was wir ja am Anfang hatten. Ja, aber einfach zu viele Leute von den Fahrzeugen her. Für die Missionen. Ja, aber das Problem war hausgemacht. Ja. Hatte das vorher überhaupt mal einer probiert? Nee, ne? Nee. Wie denn auch? Nee, hatten wir nicht. Oh, naja. Ihr Lieben. Das war's. Würde ich einfach mal sagen, genau, das war's. Lass mich raten, unsere Folge ist 19 Minuten. Nee, 16. Aber, ja, wie gesagt, das war's, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß beim Zuschauen. Ne, wie gesagt, war ja mal ganz was anderes. Standardmäßig. Die und, 4 Minuten. Die 4 Minuten. Wollen wir voll machen oder was? Mach's ruhig. Okay, mach 19 Minuten, dann ist gut. Okay, machen wir 19 Minuten. Gut, aber 19 weiter. Minuten. Mike, deine Ballen hauen ab. Die liegen unten auf der Straße. Ja, voll. Die sind alle frei. Die wollen sich auch mal bewegen. Wollen was die wissen schon, was passiert. Sehen. Hier ist kein Micha mehr. Nee, ja, ich fahr grad. Ich hab noch 6000 Liter Gerste drin. Da steht ein Sören. Ich such grad einen Traktor und der Gersten hat. Wo bist du denn hin? Ich bin kurz vor Feld 17. Kurz vor Feld 17. Warte mal, Feld. Die meine Gerste loswerde. Ja, ich glaube, das passt auch nicht mehr rein. Ich guck mal, was ich reinkriege. Ja, ich habe 2 leere Anhänger. Ich muss nur. Ja. Ah, da. Alles klar. Wer hat einen Helfer eingestellt? Was? Hier läuft ein Helfer. Echt? Ja. Was? Oh, da läuft ein Helfer. Alter Knopf. Gibt's ja wohl nicht. Spruch kenne ich eigentlich bloß von Florian. Ja, hat nicht gepasst. Ich will meine Gasse loswerden. Ja, dann. Ja, ich bin auch auf dem Weg. Dann bleib hier, ich brauche ja auch einen Abfahrer. Das ja, der Toledo kommt ja jetzt. Wie scheil. Sehr anwesend. Ich sitze neben dir. Ich weiß, ich sehe es. Oh nein. Mir wird schlecht. Micha dreht durch. Jetzt dreht er ganz ab. Schön im Schoß gekotzt. Ich geb dir gerade hier vorne ein bisschen Gerste rein. Dann gehe ich aufs nächste. Ah, schon ein paar Minuten. Aua. Ich könnte es vielleicht einen Raps da vorne im Hof fertig machen. Naja, mach ich jetzt. Ihr macht hast du auch nichts. Gerste? Ja, du hast auch fertig. Gerste, ne? Jetzt hab ich noch einen hier drauf. Das Sören ist auch noch zu mir gekommen. So, hallo! Also kommt zu früh. Ja, wir gucken jetzt, was du noch machst, so die letzten paar Sekunden. Na, guck du mal. Ich war jetzt hier am Hochspazieren mit Raps. Ja. Hallo Flo. Hallo Mike. Hallo. Hallo. Super. Sören ist auch da. Sollen wir mal gucken, wie viele Beifahrersitze das Ding hat? Ja, hinten drauf müsste noch einer passen, glaube ich. Ja, was die haben denn? Also der Klaas hat zumindest mal 3. Also insgesamt. Also einer kann, ich weiß nicht, ob die andere Seite noch einer hinpasst. Warte, ich guck mal, ob er auch noch einen für mich hat. Schön, ihr Lieben. Ich will einfach mal sagen, mit diesem wundervollen Bild. Oh, okay. Da war wohl eine starke verabschieden wir uns vom LS19 Vanilla Projekt. Wir wünschen euch viel Spaß im 22er, ne? Ist ja heute. Und ja, auf jeden Fall einen schönen Abend und wir sehen und hören uns auf jeden Fall im 22er wieder. Bis dahin, tschüss und bye bye, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.